ein Krönchen für die Schönste. Das ist sie, Miss Ostdeutschland 2004. Katharina Tschöp, frisch gekürt zur schönsten Frau aus den neuen Bundesländern. Die Konkurrenz ist beeindruckt. Ein Jahr lang darf die 17-Jährige den Titel tragen. Doch wo liegt eigentlich Ostdeutschland? So wie du es jetzt angemalt hast, wäre Bayern in der ehemaligen DDR gewesen. Ist nicht richtig. Weiß nicht, gehört Bayern zur DDR, zur ehemaligen? Nein, nein, Bayern gehört nicht dazu. Nein, Bayern gehört nicht dazu. Richtig, deshalb noch schnell nachgebessert. Dann weiß Katharina endlich, wo sie überall die Schönste ist. Ja, ne, aber... Katharina ist mit sich zufrieden. Schließlich lernte sie gerade das Laufen, als die Mauer fiel. Außerdem sind andere älter und wissen noch weniger. Zum Beispiel Melanie. Die 22-Jährige stellt Deutschland erstmal auf den Kopf. Und was ist davon jetzt Ost und West? Ost und West. Und was wäre jetzt Nord und Süd? Ach Mensch, Nord, Ost und Süd. Nord und Süd. Ja, stimmt doch. Da liegt die amtierende Miss Altmark aus Sachsen-Anhalt leider falsch. Und Melanie ist in der Konkurrenz kein Einzelfall. Rebecca, 22, Miss Märkisch-Oderland. Also der Westen ist immer größer gewesen wie der Osten. Dann machen wir es so. Und wo hast du gewohnt? Im Osten, also das weiß ich. Ja, und wo genau? Du kommst aus welchem Bundesland? Bundesland, Brandenburg. Genau. Wo wäre da jetzt Brandenburg? Brandenburg ist auf jeden Fall im Osten. Wir machen mal die Ecke. Und wo ist Berlin? Und Berlin ist ja noch auf der anderen Seite. Müsste ja dann das Ende sein hier. So, bescheiden. So. Köln ist auf jeden Fall über Berlin, weil wir sind über den Berliner Ring heute gefahren und Köln ist demnach, wenn Berlin hier wirklich sein sollte, hier oben ungefähr. Gut, das heißt, Polen liegt direkt in Deutschland. Na, nicht wirklich, dann müsstet ihr oben dran liegen, Verzeihung. Merkwürdige Lücken in der Allgemeinbildung. Wo waren diese Damen während des Geschichts- und Geografieunterrichts? Denn eigentlich schnitten ostdeutsche Schüler in der aktuellen PISA-Studie überdurchschnittlich gut ab. Vielleicht erkennen unsere Schönheiten ja Ostdeutschlands populärsten Politiker, Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Vom Typ her würde ich jetzt sagen, er ist cool, ich nehme ihn. Ich würde auf den tippen, der sieht irgendwie so aus. Leider falsch, denn das ist Bundespräsident Horst Köhler. Vielleicht weiß es ja Miss Ostdeutschland Katharina Tschöp. Ich würde sagen, es ist dieser Mann mit dem Bart. Ja, aber ich weiß leider nicht seinen Namen. Okay, da bist du sicher. Doch, Thierse. Wolfgang Thierse hieß er nicht? Nee, Thierse, aber irgendwie in dem Dreh war das doch so. Na bitte, geht doch. Am Ende hat Katharina also doch noch bewiesen, dass sie eine würdige Repräsentantin der neuen Bundesländer ist.